einmal zu viel Gas gegeben und schon ist es passiert, geblitzt. Radarfalle. So ein Mist, denkt sich jeder und schaut auf den Tacho. Wie viel drüber war ich denn? Rasen kann teuer werden und lästig, wenn der Lappen weg ist für 4 Wochen. Aber Obacht, nicht immer ist der Bußgeldbescheid korrekt, denn viele Messungen sind schlicht Panne. Jens Kuhn. Ich habe das Beweisvideo nie gesehen. Das ist meiner Meinung nach nur Abzocker. Dass jemand im Grunde genommen die Beweisführung so vernachlässigt, schon fast dilettantisch. 14. Juni, Bernhard Koch unterwegs auf der A9. Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Koch fährt mit seinem Anhänger um die 110, zu schnell. Nach kurzer Zeit war dann schon die Polizei da oder was und hat uns rausgeholt. Wir haben eine Plakette nicht hinten drauf gehabt mit 100er Kennzeichen. Und demnach dürfen wir bloß 80 fahren. Wir waren aber der Meinung, dass man 100 fahren hätte dürfen. Aber wir sind in das Bessere belehrt worden. Keine Plakette am Anhänger heißt keine Zulassung für 100 Stundenkilometer. Heißt ein Monat Fahrverbot. Bernhard Koch versucht irgendwie, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wendet sich an die Blitzerkanzlei von Alexander Biernacki. Autofahrer brauchen Rechtsbeistand, um ihr Beweisvideo genau zu prüfen. Doch in diesem Fall geht das selbst mit Anwalt nicht. Denn die Polizei in Nürnberg-Feucht muss einräumen, Zitat: Das Verfahren gegen ihren Mandanten wird eingestellt, da das Beweisvideo bei der Archivierung aus Versehen gelöscht worden war. Ohne Anwalt hätte Herr Koch definitiv einen Monat Fahrverbot bekommen. Weil er gar nicht rausbekommen hätte, dass es gar kein Video gibt. Richtig, weil er die Möglichkeit gar nicht hätte, nachzufragen, ob es denn das Video gibt, geschweige denn das Video einzusehen. Die zuständige Polizei will zum konkreten Fall nichts sagen und verweist auf das Innenministerium. Das ist hier ein ausgesprochener Einzelfall, dass die Polizei in Feucht nach dem Auswerten, wie auch immer, diese Sequenz gelöscht hat. Soll nicht vorkommen, ist aus Versehen passiert, ist ein Einzelfall. Wirklich nur ein Einzelfall? Polizeivideos verschwinden immer wieder, sagt Hans-Peter Grün. Seit mehr als 5 Jahren prüft der ehemalige Polizeibeamte solche Aufnahmen auf Messfehler. Bei bayerischen Behörden gibt es scheinbar immer wieder Probleme, denn manchmal reicht schon seine Anfrage nach einem Video, damit ein Verfahren eingestellt wird. Wir haben etwa 5, 6 Fälle jetzt aus Bayern direkt, wo auf die Anforderung hin uns die Nachricht dann halt erreicht hat, dass das Verfahren eingestellt wird oder angeregt wird, das Verfahren einzustellen. April dieses Jahres. Sven Chanz fährt mit seinem Lastwagen auf der A7 und wird knapp überholt. Nichts Besonderes. Plötzlich vor ihm auf einer Brücke Polizeibeamte. Abstandsmessung per Video. Die Messung kam ja nur in dem Moment, wo das Wohnmobil vor mir eingeschert ist und noch ziemlich dicht bei mir war, wo ich hinter ihm war. Wo das Wohnmobil sich weiter entfernt hatte, da gibt es keine Messung mehr drüber. Die Folge, der Abstand am Anfang der Messung, zu klein. Das macht einen Punkt und eine saftige Geldstrafe. Der ist ein Stopp. Also noch kurz an und wieder ab. Stopp. Also dieses Mal bekommt Sachverständiger Grün das Video und ist entsetzt. Hier sieht man eigentlich, dass man nichts sieht. Es ist keine Zeiteinblendung drin. Es sind keine Daten zu dieser Messung drin. Es ist lediglich eine Videoaufnahme. Wir haben also kein Messverfahren. Das hier ist eine Aufzeichnung mit einer Kamera und kein standardisiertes Messverfahren. Leider kein Einzelfall. Grün und sein Team haben in den vergangenen 5 Jahren mehr als 9.600 Bußgeldakten aus ganz Deutschland untersucht. Das Ergebnis? In 28% der Fälle sind die Beweise mangelhaft, also in fast jeder dritten Bußgeldakte. Wir reden also nicht von kleinen Fehlern. Das sind andere Abschnitte in dieser Statistik drin, wo wir sagen, das sind geringfügige Mängel, wo wir davon ausgehen, die lassen sich beheben. Aber die hier müssen behoben werden. Ohne dass diese Fehler behoben sind, darf eigentlich eine Verurteilung nicht stattfinden.
Auch nicht dann, wenn eine Verurteilung angebracht wäre, gegen Drängler zum Beispiel oder Raser. Das ärgert selbst Bernhard Koch, obwohl er von den Behördenfehlern profitiert hat. Es ist nicht erwünschenswert, dass man da die Beweismittel einfach verloren geht. Weil ich habe selber 3 Kinder und es ist wirklich dann nicht so toll, wenn man im Kindergarten dann mit 80 vorbeifährt und dann nicht bestraft wird. Also muss nicht sein. Stimmen die Beweise nicht, glauben noch weniger Autofahrer, dass Kontrollen für die Sicherheit auf der Straße und nicht zur Abzocke da sind. Viel Vertrauen ist dahin in die Sicherheitsorgane unseres Staates. Und nur lückenlose Aufklärung der Machenschaften und Komplizen des Zwickauer Terror